Okay, alles ist wieder gut. Die Leuten geht's wieder gut. Irgendwie fehlt noch Sauerstoff, warum auch immer. Wasser wird wieder in Massen produziert. Die Sauerstofftanks erhöhen sich noch. Da ist auch alles wieder in Ordnung. Auch wenn das hier... Ach, wegen dem Leck. Das fließt raus. Das heißt, es ist egal, ob wir mehr produzieren oder nicht. Es fließt einfach ab. Ich verstehe. Okay, dann kann das hier wieder weiter pumpen. Änderung pro Soll 0,03. Oh, super. Ja, es muss voll sein. Der See muss erst voll sein, bevor er irgendwas machen kann. Und vor allem muss es auch wärmer werden. Wir sind jetzt bei 1% der Temperatur, die wir eigentlich brauchen. Und wir müssen die Atmosphäre noch bearbeiten. Was haben wir denn dafür noch? Wir haben zwar die Aufrüstungsfabrik, aber das bringt uns ja nicht, solange wir kein Wasser in der Umgebung haben. Die Bäume und Büsche brauchen ja Regen. So ein Magnetfeldgenerator wäre nicht schlecht, erforscht die Technologie. Ja, wäre auch nicht schlecht. Wir müssen noch so viel erforschen. Oh, Leute. Aber immerhin, das kommt alles wieder. Sauerstoffbedarf ist okay. Gespeicherte Sauerstoffe auch noch in Ordnung. Die haben jetzt bloß einen kurzen Schock erlitten und damit ist alles wieder gut. Das Leben ist alles noch da. Besonnenheit ist noch völlig in Ordnung. Dadurch, dass wir ja immer mehr Marsianer haben, werden wir dementsprechend auch weniger Leute haben, die ihre Besonnenheit verlieren. Denn die können ja außerhalb der Gebäude arbeiten. Die können auch Nachtschichten schieben. Alles ist gut. Die lieben mich. Hoffe ich. Bisher keine weiteren Anomalien entdeckt. Das ist sehr schade. Vielleicht finden wir noch welche. Wir haben noch Zeit. Forschung geht auch weiter voran. Fusions-Selbstregelung müsste auch bald durch sein. Und wir haben genügend elektronische Geräte. Das heißt, wir gehen jetzt auf die Jagd nach dem da, genau. Sodass wir noch mehr Forschungspunkte bekommen. Denn gerade im Terraforming-Bereich, es ist unglaublich, was wir da alles noch erforschen müssen. Wahnsinn. Der Wasserstand ist bei 85%. Wenn er bei 100% ist, schaltet er hoffentlich automatisch aus. In gefrorenem Zustand verbessert sich die Bodenqualität und die globalen Wasservorkommen nicht. Das habe ich mir gedacht. Deswegen erhöhen wir ja die Temperatur. Wenn auch nur langsam, aber das reicht ja erstmal. Wir könnten ja noch so ein Teil mit hinbauen. Braucht ja kein Wasser, braucht ja nur Treibstoff. Und Strom. Aber da haben wir ja den Fusionsreaktor jetzt fertig gemacht. Du fliegst noch nicht los. Habe ich dich noch nicht losgeschickt? Jetzt habe ich dich losgeschickt. Aber jetzt kannst du die ganzen Metalle nicht mehr loswerden, die ganzen Edelmetalle. Ach, ist doch zum Heulen. Dann machen wir halt noch ein Depot für Edelmetall. Kommt hier vorne gleich hin, dann könnt ihr das gleich einladen, wenn er wieder da ist. Und dann werden wir erstmal ganz viel verkaufen, das heißt die Raketen natürlich immer wieder nach Hause schicken. Einfacher wäre es mit diesem Raumhafen, der kommt aber später dann. Polymere sind mehr, das ist auch gut. Dann können wir zumindest hier alles wirklich auf das Maximum upgraden. Und leider ist es auch nicht so, dass ich die Forschung habe, wo die Drohnen... Hubs. Keinen Strom mehr brauchen. Das war wahrscheinlich auch eine Durchbruchsforschung. Ach, verdammt. Oder die haben einige Forschungen für die DLCs entfernt. Das kann auch sein. Denn irgendwie kommt mir die Liste kleiner vor. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass diese ganzen Felder kleiner sind, wenn man die DLCs aktiviert hat.
Na gut, die Forschung dauert jetzt eine ganze Weile. Dabei forschen extrem viele. 1700 kriegen wir allein durch das Hawking-Institut. Die ganzen Waren müssen jetzt erstmal reingebracht werden, unter anderem auch die ganzen elektronischen Geräte. Ich bin froh, dass wir so viele Arbeiter haben, die das alles produzieren. Und dadurch, dass wir in der Nacht natürlich auch nochmal mehr machen, sieht es noch besser aus. Wenn wir jetzt noch genügend Strom kriegen, dann könnten wir die Produktion der Fabriken sogar noch weiter nach oben schrauben. Von beiden, von allen dreien. Wir sind bei 181 Leuten, wir haben noch zwei weitere freie Wohnplätze, danach ist schon wieder Schluss. Das heißt, wir bauen jetzt auch weitere Wohnungen. Eine neue Anomalie. Mit einer Lupe. Was die zu bedeuten hat, das werden wir jetzt rausfinden. So, und dann neue Gebäude, neue Wohnungen. Apartmenthaus brauche ich nicht, auch wenn das eigentlich von der Komfortabilität nachher genauso gut sein dürfte wie eine normale Wohnanlage. Aber trotzdem machen wir die Wohnanlage. Drohnen sind überlastet. Nein, wirklich. Nur weil sie 300 Gegenstände hin und her transportieren müssen? Im Übrigen fehlt mir auch die Forschung, dass Drohnen zwei Dinge auf einmal tragen können. Also es gibt so viele Forschungen, die mir aktuell fehlen, die ich aus dem ersten Spieldurchlauf kenne, aber einfach nicht mehr da sind. Das macht mich fertig. So viel für Shuttles und so, das ist mir alles völlig egal. Ich will auch keine Rover bauen. Guck mal, das ist auch interessant. Das brauche ich auch. Wir lagern jetzt die Forschung nochmal aus. Wir haben eh noch genug Geld. Das wird schon. Die Atmosphäre verbessert sich. Nach und nach gehen die Temperaturen nach oben. 2% haben wir schon. Je nachdem, wie viel Grad wir haben, wird wahrscheinlich dann auch das Wasser sich immer weiter steigern. Von allen aktiven Gebäuden. 100% Wasserstand, er pumpt trotzdem noch. Superpilz, Durchbruch entdeckt. Upgrade für Pilzfarm, Superpilze, ja, ganz toll. Die brauche ich. Und schon sind wir wieder da. Mit der unerklärlichen Illusion. Aber das dauert noch, bis wir die abschließen. Was? Geschlossene Handelsroute. Inneres Licht, das Sterben des Lichts. Dinge, die du gesehen hast, haben den Schleier gelüftet, der sich durch Falschinformationen und Propaganda übers Volk gelegt hatte. Du hast Städte gesehen, die von Krankheiten und Hungersnöten bla bla bla. Du hast nicht vor, das Treffen hinauszuschieben. Du stellst dich vor die Menge und erhebst deine Stimme. Das Gemurmel im Reservoir legt sich und alle hören zu. Zieht euch in die Wüste zurück und lasst die Stadtbewohner für sich selbst kämpfen, entweder sie oder wir. Verteilt die Erinnerungschemikalien. Manche Träumer werden zu Gurus. Okay. Und sie bleiben aber trotzdem noch Träumer, oder? Kolonisten, Träumer. Haben jetzt 43. Es werden mehr. Und jetzt haben die Drohnen immer noch ein Transportproblem. Oh, wir brauchen mehr Forschung, Leute. Also wir kommen so circa auf 4000 Forschung, wenn alles gut geht, wenn alles gut läuft. Wir könnten diese noch weiter verstärken, aber das müssen wir nicht unbedingt. Ich bin froh, dass wir jetzt dieses Teil hier mit drin stehen haben. Ansonsten könnten wir natürlich auch das Gebäude bauen, was die Forschung erhöht. Den Netzwerkknoten, aber dafür müssten wir ihn erst erforschen. Zwei neue Anomalien, auch hier wieder. Und da oben.
Zwei Schlüssel. Oh, bitte lass das Durchbrüche sein, die ich unbedingt gebrauchen kann. Das wäre so schön. Ehrlich, ich würde mich so freuen. So, die Prozente steigen. Das heißt, die Temperatur, die steigt ebenfalls. Dann wird das Wasser in die Atmosphäre gehen. Die Atmosphäre an sich, die müssen wir auch nochmal verstärken und vor allem schützen. Das heißt, wir müssen ein Magnetfeld erzeugen. Und hier haben wir dann auch noch die Vegetation, die aber erst kommt, wenn Wasser in der Luft ist und die Atmosphäre da ist. Wahrscheinlich. Also die Vegetation wird wahrscheinlich das Letzte sein, was irgendwie was bringt. Von großen Seen, kleinen Seen, riesige Seen, von Seen. Okay. Ah, die Forschung ist fast durch. Und du fliegst fast los. Hervorragend. Tschüss. So, dann kriegen wir noch mehr Forschungspunkte. Dann sind wir fast bei 4000. Oh, bitte. Anomalie analysiert. Wir haben schon wieder 1000 Forschungspunkte erhalten. Und es gibt eine neue Handelsroute. Die wollen von uns 50 Chips. Dafür kriegen wir 113 Metalle. Ja, denkste. Ist nicht. Andersrum wird ein Schuh draus. Aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich habe gedacht, ich kriege noch ein bisschen mehr. Haben wir da, finde ich, schon wieder fast eine Forschung abgeschlossen? Nö, ist immer noch nicht durch. So, wenn ich dich jetzt ausschalte, haben wir trotzdem noch die gleiche Änderung. Der See bleibt ja vorhanden. Der sickert ja jetzt im Moment nicht weg. Es ist ja eh gefroren. Noch zwei nicht funktionierende Gebäude. Das ist okay. Das muss repariert werden. Geht relativ fix. Wir haben ja noch genügend elektronische Geräte. Ich hoffe, die stecken nicht alle hier oben. Nee. Da kommen die anderen noch ran. Schön, dass wir jede Menge Forschungspunkte bekommen, aber ich habe echt gehofft, dass wir noch weitere Durchbrüche freischalten. Was soll das? Gucken wir mal, dass wir die nächsten in Auftrag geben hier in der Nähe. Fusionsselbstregelung. Das heißt, wir könnten eigentlich auch jetzt endlich mal diesen Fusionsreaktor fertig bauen. Es wird Zeit, ich brauche mehr Strom. Der muss auch in der Nähe einer Kuppel sein, denn dort müssen die Leute selber arbeiten. Wir brauchen dafür 15 Polymere, 24 Beton. Das sind alles Waren, die wir auf jeden Fall genügend und ausreichend vorhanden haben. 654 Beton, ich weiß gar nicht wohin mit dem ganzen Mist. Wir haben jede Menge Metall, 1.200 Metalle, aber nur 71 Polymere und 30 elektronische Geräte. Obwohl wir die eigentlich gut herstellen. Aber wenn wir erstmal mehr Strom haben, dann werden wir hier das Upgrade für die Verstärkung mit reinbringen. Wir werden auch hier die Upgrades fertig machen, sodass wir noch mehr Polymere herstellen und noch mehr elektronische Geräte. Du sickerst nicht weg, das freut mich. Temperatur haben wir schon um 3% gesteigert. Neue Anomalie, Hinda. Wir brauchen sie alle. Oben ist auch schon wieder fast alles voll. Ich baue mal ein neues Lager. Wie sieht es hier aus? Sicherheitshalber noch zwei. Können wir nachher alle abreißen, ist gar kein Problem. Wir werden die sowieso alle einschmelzen. Prozent Änderung pro Soll. Ist nicht besonders viel. Aber es ist auch nur ein kleiner See. Ist jetzt nichts Dickes.
In der Forschung selber, was geben wir da denn jetzt mit? Superpilz. Produktion sowie Sauerstoffverbrauch werden erhöht. Ja, ganz toll. Neues Gebäude, großer Wassertank. Wasserkonservierungssystem. Wasserverbrauch von Kuppeln wird um 50% reduziert. Her damit. Das ist hervorragend. Dann können wir da nämlich noch weitere Seen speisen. Das ist ja nur ein kleiner. Und wenn wir wirklich alles irgendwie kolonisieren wollen, dann müssen wir schon dafür sorgen, dass hier noch mehr Seen überall existieren. Und wir könnten hier vorne noch einen mit hinpflanzen. Da werden wir sowieso niemanden mit hinbauen. Brauchen wir das auch nicht mehr. Wie sieht es eigentlich hier oben aus? Oh, wir haben noch genügend Wasser. Alles gut. Dadurch, dass wir auch so viele Vaporisatoren haben. Vaporatoren? Wie auch immer man sie nennen möchte. So, jetzt nicht nur Forschungspunkte. Ich will einen Durchbruch. Danke. Aber nein, danke. Ist die Rakete bald mal fertig? Ist relativ lange unterwegs, aber die muss da auch ziemlich viele implementieren. Es dauert wahrscheinlich eine Weile. Dann haben wir die Gesteinsabfallverflüssigung. Ja, Carbonatprozessoren und sowas alles kommt später. Das ist auch in Ordnung. Das muss nicht so schnell kommen. Da haben wir noch Zeit für. Das Gebäude muss repariert werden. In der Mars-Universität sind auch nicht mehr so viele Leute, die irgendwas noch lernen müssen. Und wir haben 180 Leute. Noch 14 Wohnungen frei. Das ist in Ordnung. Können alle hier vorne einziehen. Das sind alles die Studenten. Die haben jetzt hier ihre eigene Bude. Können Partys machen, durchfeiern die ganze Nacht, alles ist gut. Und die Temperatur steigt weiter. Freut mich. Der Mars wird wärmer. Verbraucht Saatgut, um wilde Vegetation zu pflanzen und so die Bodenqualität zu bessern. Die Pflanzen gedeihen oder sterben, abhängig von der Bodenqualität, der globalen Temperatur und dem vorhandenen Wasser. Verbessert globale Pflanzenverbreitung, sofern sie geringer als 40% ist. Ist während Staubstürmen und giftigen Regen nicht aktiv. Das würde mir also nichts bringen, solange die Temperatur und das vorhandene Wasser nicht ausreichen. Also müssen wir noch die Temperatur erhöhen. Wir warten also auf den Carbonatprozessor, um auch noch die Atmosphäre fertig zu kriegen, denn ohne die wird das nichts. Eine Verbesserung der Atmosphäre verringert die Stärke von Staubstürmen und Meteoritenstürmen und schafft die ökologische Voraussetzung für giftigen und reinen Regen. Eine verbesserte Atmosphäre führt zu Terraforming-Boosts bei der Energiegewinnung durch Windräder und der Sauerstoffproduktion durch Moxis. Die Energiegewinnung durch Solarkollektoren wird verringert. Das heißt, es ist gut, dass wir jetzt schon auf Windräder gegangen sind und weniger auf irgendwelche anderen Dinge. Das ist praktisch. Bei maximaler Verbesserung können Menschen auf dem Mars atmen, wodurch Kuppeln und Druckanzüge überflüssig werden. So, Gesteinsabfallverflüssigung ist endlich durch. Freut mich. Was wollte ich als nächstes erforschen? Ich weiß es nicht mehr. Geoscape-Kuppel. Neues Wunder. Nein, danke. War noch irgendwas, was ich ganz gut fand. Könnte ich mir auch später angucken. Kompakte Hänger sind mir egal. Abbau von Tiefenvorkommen sind jetzt auf Asteroiden aufgedeckt. Ach so. Nee, freu nicht. Wir werden irgendwann auf Asteroiden gehen, wenn wir den Rest so ein bisschen hinter uns gebracht haben. Das ist jetzt völlig sinnfrei. Kreative Realitäten. Das hier brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Solarkollektoren, wofür soll ich die jetzt noch großartig erforschen? Wenn wir wirklich irgendwann mit der Atmosphäre beginnen, dann war es das. Bau von Raketen auf dem Mars. Nee, die Ausgrabung auch nicht. Netzwerkknoten brauche ich nicht. Das war hier irgendwo, ne? Kernwärme-Konvektor. Schrittweise Temperatur.
Magnetfeldgenerator verringert den Verlust von Atmosphäre, der durch ein fehlendes Magnetfeld ausgelöst wird. Die Frage ist natürlich, wie weit reichend das ist. Ich glaube, ich würde sogar eher auf den Megasatelliten gehen und den dann nach und nach mit irgendwelchen Sachen versorgen, sodass der sich irgendwie von alleine aufbaut. Das wäre cool. Schaltet folgendes Spezialprojekt frei: Polarkappen schmelzen. Ich traue mich nicht. Ich meine, es kostet beides 40.000. Aber das wird es wahrscheinlich immer nur um einen gewissen Teil dann auch verringern, ne? Kernwärmekonvektor verbessert schrittweise die Temperatur. Ich finde aber auch, der Magnetfeldgenerator ist relativ teuer. Und der braucht garantiert auch Strom. Was war das andere Teil? Magnetfeld und... Raumspiegel verbessert Temperatur. Achso, dieses Teil hier, ne? Kernwärmekonvektor. Also die Temperatur wird offensichtlich allgemein erhöht. Es ist nur die Atmosphäre, die uns verloren geht. Weswegen wir wahrscheinlich den Magnetfeldgenerator benötigen. Oh, ich trau mich nicht. Ist doch zum Heulen. Mach's einfach. Wir werden es sowieso früher oder später erforschen. Und für diejenigen, die denken, sie haben sich gerade verhört, nein, ich habe wirklich mit mir selber geredet. Und es ist schon wieder ziemlich spät, zumal wir ja auch noch die ersten paar Minuten aufgenommen haben und die noch mit reinschneiden. Vielen lieben Dank fürs Ansehen hier von Surviving Mars. Wir sind sehr weit gekommen, auch wenn es 18 Folgen gedauert hat, 19 mittlerweile. Aber okay, es hat sich gelohnt. Wir haben schon einen ordentlichen Teil gescannt, wir haben alles in der Nähe so ein bisschen analysiert. Wir haben eine schöne kleine Kolonie aufgebaut in den 19 Folgen. Wir haben sehr viele Jobs geschaffen. Wir produzieren alles so ziemlich selber. Wenn wir irgendwas ranfliegen, dann Fertigbauteile oder Leute. Und insofern sehe ich da keine Schwierigkeiten, außer dass wir noch sehr viel für die Atmosphäre tun müssen. Ansonsten kommen wir nicht zum Terraformen. Vielen lieben Dank fürs Ansehen. Ich freue mich auf den nächsten Part hier von Surviving Mars und bis gleich. Wie, ich bekomme keinen Rum mehr, wenn wir nicht 1 Million Abonnenten haben. Helft einem durstigen Piraten!